Hallo meine Lieben und willkommen zurück hier in Polen, Breslowkaja. ja, leider noch ohne Ingo, aber wir versuchen mal. Oh, der ist ein bisschen schwammig auf der Hinterachse hier. Noch ein bisschen voranzukommen. Machst du denn jetzt hier? So. Und dann schauen wir mal, wann der Ingo dann auch mal wieder mitkommt, dass wir dann gemeinsam weitermachen. So, den Mais haben wir auf jeden Fall schon mal runter. Dann können wir das Silo jetzt auch abdecken. Silage zusammen. Dann müssen wir noch gucken, dass da das eine Feld, ob das ist, die werden wir jetzt noch brach liegen lassen. Dass wir zur passenden Jahreszeit dann hier auch ansehen können. Der ist echt ganz schön schwammig heute. Dann gucken wir mal, dass wir das noch ein bisschen verdichtet kriegen. Den Häcksler holen wir später ab. Aber wir haben ja auch noch den Rover am Feld stehen, den müssen wir auch noch abholen. Bildchen müssen wir noch haben. Dann müssen wir uns noch ums Unkraut kümmern. Das ist auch schon fleißig gewachsen. Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht so Unkraut bekämpft. So oft brauchen wir den ja jetzt auch nicht.
So. Dass wir das mit dem noch ein bisschen verdichtet kriegen. Gewicht hier dran kriegen. Ich glaube, ich hänge vorne fest. Lieber andersrum. So, jetzt wird's ja langsam. So, wird gleich 90. Die Seite macht er nicht. Ja, lieber nicht so dicht.
90. So. Kann das schon mal in Ruhe geben. Kriegt der den schon mal runter? Weil wir ja auch noch Kalk streuen müssen. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Das haben wir angepflanzt. Gerste, da ist Weizen. Ja, Weizen und zweimal Gerste. Die Sonnenblumen sind, glaube ich, tot. Und die sind auch nichts mehr, glaube ich. Und da müssen wir noch ansehen. Obwohl die Sonnenblumen, ja, die sind noch nicht mal fertig gewachsen. Naja, wir bringen den erstmal weg. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo Pflegebereitung brauchen. Weil wir haben ja noch so ein kleines Unkrautproblem. Mir gerade so auffällt, wo sind eigentlich unsere Hühner? Hatten wir nicht schon Hühner? Nein. Hatten wir nicht schon Hühner? Nee, nur Schafe. Schafe und Kuh. Okay. Ich dachte, wir hätten auch schon Hühner gehabt. Naja. Jetzt können wir noch mal eben gucken. Kalender da. Können jetzt noch Weizen. Wie würde das denn passen? Jetzt ansehen. Im Juni, August können wir das ernten. Raps können wir nur im August. Aussehen.
Quanten bis April, dass wir den Soja anpflanzen können. Ja, dann bereiten wir die erstmal alle vor. Hatten wir hier eine Werkstatt? Ich glaube nicht, ne? Oder? Fahren wir da mal mit zum Shop und gucken mal, ob wir eventuell hier Fliegebereifung drauf kriegen, dass wir auch eine Spritze kaufen können. Und unser Unkraut bekämpfen. Dann muss ich ja nochmal nehmen, dass wir mal auf das Maisfeld Kalk kriegen und das andere, unser abgestorbenes Feld da. Und mit den Sonnenblumen müssen wir mal gucken, also die haben wohl keine Lust. Wir lassen sie einfach mal in Ruhe und gucken, was passiert. Pflege ist gut. Dann reparieren wir den auch gleich mal. Ja. So, und jetzt brauchen wir noch eine Spritze. Da, was haben wir denn da Schönes? Ich glaube 18 Meter reichen. Die Farben lassen wir so. Kaufen. So, und dann brauchen wir ja noch Herbizid. So, mal gucken, ob wir das ohne Frontgewicht schaffen. Auch fühlt sich der kleine Schreck ab in diesem Gerät hier. Voll. Und dann heben wir sie mal an und gucken, was passiert. Sieht's gut aus.
Fackeln. Braucht so eine Fackelkämpfung. Zumindest hatten wir hier auf dem Weinfeld gesehen. Scheinbar brauchen wir doch keine Schläuche. Ja, denn ist ja gut. Sieht doch gut aus. Wollen wir hoffen, dass der Ertrag auch stimmt. Hoffen wir mal, dass es auch nur gegen Unkraut wirkt. Nicht auch noch, dass die Büsche mit eingehen hier. Ja, das ist bestimmt biologischer Aufarbeitung, ja. Das ist schon alles ein bisschen gröber, das und dichter gewachsen. Okay, ist fertig. Das ist schon mal. Dann haben wir das Feld auch gleich fertig. Ich glaube, gegenüber ist auch gar nicht so aus, als wenn da Unkraut wäre. Aber wir gucken gleich mal. Eine Ecke noch. So, einmal zusammenfallen. So, wir gucken mal, was Unkraut hier sagt. Hier sieht gut aus. Dann laufen wir hier einmal quer rüber. Ah, da sehen wir es schon.
fahre ich da auch noch mal rüber. Und während ich dahin fahre, oder jetzt erstmal zum Treckerlauf, sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, das Däumchen nicht vergessen, kennt ihr ja. Und wenn ihr noch kein Abo habt und mir gerne zuschaut, dann lasst mir doch gerne auch noch ein Abo da. Und mit Glöckchen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.